Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem ersten Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Karina und wenn du noch nicht so genau weißt, worum es hier geht, dann würde ich dir empfehlen, einmal auf mein Trailer-Video zu klicken und dir anzugucken, was ich dir da erzähle. Gut, zum heutigen Ablauf. Ich bin vor der Kamera. Im Off, im Backstage sitzt mein Mann Olli alias der Faulwurf. Moin, moin. Jawohl. Und somit sind wir vollständig. Vollständig, genau. Zusammen unvollständig, vollständig. Huch. Gut, ohne weitere Umschweife, es geht los mit dem ersten Thema. Und zwar behandeln wir heute das Thema Ghosting. Ghosting, was bedeutet Ghosting überhaupt? Ghosting ist ja in erster Linie ein englisches Wort. Ist von dem Wort Ghost abgeleitet und das Wort Ghost ist der Geist und der Geist ist in der Regel unsichtbar. Ne, außer dieser Kasper. Heißt der Kasper? Kasper? Der freundliche Geist. Der freundliche Geist. Der ist da, aber der böse Geist, der Ghosting-Geist, der ist nicht zu sehen. Im wahrsten Sinne des Wortes ist der nicht zu sehen. Die Person, die dich ghostet, macht sich rar. Das heißt, sie verschwindet von der Bildfläche und das in der Regel ad hoc. Ohne Vorwarnung, ohne Erklärung und lässt sich dann natürlich dementsprechend mit einem ziemlich mulmigen Gefühl zurück. Ja, aber ist denn das, du sagst ad hoc, wenn ich mich jetzt mal einen Tag nicht melde bei dir, dann ghoste ich dich ja nicht gleich. Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Du meinst den zeitlichen Rahmen. Hm. Also im zeitlichen Rahmen ist das ja, also würde ich jetzt mal beinahe behaupten, eine sehr unterschiedliche Sache. Jeder bewertet ja ein Ghosting anders. Wenn ich jetzt sage, oder du sagst, okay, heute melde ich mich mal nicht, das ist jetzt kein Ghosten, dann kann das aber schon sein, dass es für den anderen schon in diese Richtung Ghosting geht. Und deswegen sollte ich ja vielleicht erstmal ausschließen, ne? Oder erstmal gucken, für mich, welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit mich jemand ghostet. Ich glaube, das liegt, könnte man das vielleicht damit eingrenzen, dass man sagt, wenn der andere oder man mitbekommt, dass der andere da ist und man zum Beispiel bei WhatsApp kann man das ja sehen mit diesem blauen Haken. Das glaube ich nämlich auch. Dass, ne? Wenn man bewusst wahrnimmt, der andere ist da, der hat es gelesen, der hat meine Information mitbekommen, sage ich mal. Ich glaube, daran kann man das auch festmachen. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall, also wenn ein Lebenszeichen vorhanden ist. Ne? Wenn du also weißt, dass derjenige lebt, dass ihm nichts Schlimmes passiert ist, das ist auch was, was vielleicht noch vorher ausgeschlossen werden sollte und der Kontakt dennoch ausbleibt, dann würde ich auch sagen, dann ist das nachher schon Ghosting, obwohl du auch immer nicht so genau weißt. Und da geht es dann auch wieder los. Es gibt Leute, die ghosten gar nicht mit Absicht, sondern sie lesen das und vergessen dann aber, weil sie vielleicht was zu tun haben, darauf zu antworten und vergessen dann schlussendlich überhaupt sich zurückzumelden. Das ist mir zum Beispiel auch schon passiert und ich ghoste denjenigen nicht, außer dich. Aber dich ghoste ich ja. Bewusst. Dich ghoste. Du ignorierst mich bewusst. Mit voller Absicht. Ist ja, aber nicht so, ist ja nicht so, dass man sich Sorgen macht und vielleicht mal ein Lebenszeichen so, hey, guten Morgen. Du kriegst nur den Stinkefinger oder einen Punkt. Ja, den Stinkefinger und den Punkt. Also, ich gebe dann doch schon irgendwann ein Lebenszeichen, aber wie gesagt, mir ist es auch schon passiert, dass ich aus Versehen geghostet habe. Aber eigentlich nicht mit Absicht. Und wenn ja, dann habe ich danach gesagt, komm, ich hatte keine Lust, mir ging es nicht gut oder. Ich habe das dann schon aufgeklärt. Wen betrifft das? Ghosten betrifft in der Regel die Leute, die sich frisch kennengelernt haben. Da haben wir dann wieder unsere beliebte Tinder-App, auf der das Ghosten sehr leicht ist. Denn du kannst von jetzt auf gleich sagen, nein, will ich nicht mehr den Kontakt und dann ist das auch vorbei. Ne? Damals hatten wir MV-Spion, jetzt weiß ich, wie das hieß. MV-Spiel und das ist zwar keine Dating-App, aber es ist ja auch der Vorläufer, glaube ich, gewesen von Facebook. Auf jeden Fall haben wir uns früher darüber ausgetauscht. Was war das denn? Das ist einfach nur eine Seite. Die haben abgekupfert von Facebook. Das war bestimmt kein Vorläufer von Facebook oder weißt irgendwas. Du nicht? Nee. Ich weiß, ich war in MV-Spion drin, da gab es Facebook noch nicht. Ja, da gab es hier noch MeinVZ und wie die ganzen genau, Seiten. MeinVZ, so genau. StudiVZ. Genau, so, die, genau. Ja, das geht alles in die gleiche Richtung. Ne, das geht alles in die gleiche Richtung und da, also das kennt ihr wahrscheinlich gar nicht mehr oder du. Aber da, über diese Plattformen haben wir uns damals noch kennengelernt in unserer Jugend. Ja, oh, lang ist her, oh mein Gott, viel zu lang. Gut,
Also wie gesagt, in der Regel betrifft es die aufflammenden Beziehungen, aber es kann natürlich auch sein, dass ihr von jemandem geghostet werdet, den ihr jahrzehntelang kennt. Man weiß ja immer nicht, was geht denn dem anderen vor. Man kann den Leuten nur vor den Kopf gucken, niemals in den Kopf rein. Und ich glaube, dass das auch ganz gut ist. So, damit hätten wir geklärt, auf Tinder, ne, auf Social Media eben generell, ist es sehr leicht zu sagen, nö, ich ghoste den jetzt, ich will nicht mehr. Aber kann den natürlich auch dementsprechend passieren, im Handy Kontakt anrufen. Ne? Ihr kriegt keine Anrufe mehr, er reagiert nicht oder sie. Oder sei es auch einfach dieses sich nicht mehr melden in physischer Form, das heißt gar nicht mehr sich begegnen. Ja? Dann kann aber auch irgendwas anderes sein. Gut, wer ghostet sich? Das sind natürlich alle menschlichen Lebewesen, die hier auf diesem Planeten so rumrennen, flutschen. Wir können uns alle ghosten, egal welches Geschlecht. Also das ist jetzt nicht geschlechterspezifisch und ich würde auch nicht sagen, dass es jetzt ein Geschlecht mehr tut als das andere, oder meinst du? Nö. Nee, ne? Also, ich sag mal, Frauen, glaube ich, neigen eher dazu. Warum? Oder Männer, die vielleicht das ein Hormon mehr, was in die weibliche Richtung geht. Ja, weil Männer sind einfacher gestrickt und geprägt als Frauen. Frauen machen sich viel mehr Gedanken um viele Sachen. Und deswegen ghosten wir euch? Nee, ihr ghostet mehr, glaube ich. Du ghostest mich jeden Tag, gefühlt. Ne? Aber trotzdem, ich glaube schon, dass Frauen mehr dazu neigen, zu ghosten, weil ihr euch halt so über alles und jeden Gedanken macht. Na, das machen wir Männer nicht. Uns Männern ist einige Sachen sind uns scheißegal. Und ja, sind wir einfacher gestrickt. Mädels, seht ihr das auch so, dass wir die Ghoster sind? Lasst doch mal einen kleinen Kommentar da. Jetzt gucken wir mal ein bisschen tiefer und schauen mal rein, was dann so in demjenigen passiert, der geghostet wird. Denn wenn wir geghostet werden, dann sind wir eben abgeschnitten von einer bestimmten Person, vielleicht auch von einer Personengruppe. Und dann aktiviert sich ein Überlebensmechanismus, denn wir haben von Beginn an in unserem Unterbewusstsein programmiert, dass wir Gesellschaft brauchen, um zu überleben. Das war damals ganz, ganz, ganz wichtig. Alleine zu sein war vergleichbar mit dem Ableben. Und deswegen ist es so wichtig für die Menschen in der Interaktion mit anderen zu sein. Und deswegen ist es auch so schwierig, wenn man geghostet wird, eben diese Mitte zu finden, es nicht so ganz an sich ranzulassen. Denn heutzutage ist kein Mammut mehr da, das uns umfährt. Eher die Autos, ne? Irgendwelche unachtsamen Dinge oder Unfälle in der Küche oder so. Also, aber das Mammut kommt nicht mehr um die Ecke. So, das heißt, eigentlich haben wir heute ganz andere Gefahren als damals und müssen uns darum keine Gedanken mehr machen. Aber es ist eben noch verwurzelt. Das heißt, die Grübeleien beginnen, es beginnen Ängste, Unsicherheiten, Selbstzweifel. Selbstzweifel, eben genau. Und das geht eben schon mal damit los, dass wir sagen, Mensch, was ist denn vielleicht mit dem anderen? Ne? Vielleicht, es gibt ja Leute, die fangen erst mal an zu überlegen, oh, was ist mit dem anderen? Ist dem vielleicht was passiert? Hatte der einen Unfall? Geht es dem nicht gut? Ist da was Familiäres? Je nachdem, wie nahe man sich steht. Und der zweite Gedanke ist dann eben, was ist denn mit mir nicht richtig? Ne? Und da, glaube ich, sind wir an einem Punkt, wo wir so ein bisschen aufpassen müssen beim Ghosten. Aber da komme ich erst später drauf. Was eben diese Selbstzweifel angeht. Da ist immer die Frage, sind diese Selbstzweifel berechtigt? Liegt es an mir oder vielleicht doch nicht? Jetzt kommen wir mal zu den Gründen. Wenn es ums Ghosting geht, dann beschäftigt uns eine einzige Frage, elementar und viral und alles, ja? Und das ist das Warum. Grund Nummer eins ist das Scheuen der Konfrontation. Wir sind natürlich im 21. Jahrhundert und eben über Social Media und unsere Erreichbarkeiten über Telefon und so weiter doch sehr abgestumpft, was Konfliktfähigkeit angeht. Denn wir müssen uns mit demjenigen nicht mehr direkt auseinandersetzen. Das heißt, wenn du jetzt ein Problem hast mit jemandem, dann kannst du heutzutage sagen, nö, lösche ich und das war's. Und dann sind wir wieder in diesem sogenannten Ghosting drin. Der Mensch geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und das machen Ghoster auf jeden Fall, denn sie möchten einfach diese Konfrontation nicht haben. Allerdings ist hier die Frage, macht derjenige das, weil er einfach ignorant ist oder einfach egoistisch ist, wo wir dann auch bei dem nächsten Grund wären?
Ne? Und einfach sagt, nee, komm, mir ist es egal, was du fühlst. Ich bin derjenige und das war's. Oder, und da sind wir bei einem anderen Grund, ist es vielleicht, weil derjenige schlechte Erfahrungen gemacht hat. Das kann natürlich auch sein, dass vielleicht derjenige, der dich ghostet oder diejenige vorher für offene Ehrlichkeit bestraft wurde. Das kann natürlich sein, ne? Im Sinne von vielleicht verbalen Angriffen, körperlichen Angriffen, selbst Ignoranz dann vom anderen. Und dann sind das natürlich auch Sachen, die einmal passiert sind im Leben und die speichern wir alle ab. Und wenn wir mit irgendwas schlechte Erfahrungen gemacht haben, ja, was machen wir denn dann? Gehen wir nochmal den gleichen Weg? Nee, in der Regel nicht. Ja gut, aber trotzdem ist es ja wichtig, dass man dem anderen das dann sagt. Ja, das sehe ich auch so. Ist ja egal, was da für ein Hintergrund ist, schlechte Erfahrungen gemacht hat oder. Ja. Ne? Ja. Kommunikation ist halt wichtig. Aber wenn du einen Egoisten hast, dann ist dem das egal. Die Generation 16 bis 25, ich weiß nicht, was habt ihr für Erfahrungen? Ne? Schreibt das ruhig mal rein unten, damit wir mal gucken können, aus was für Gründen ihr ghostet oder ob ihr auch der Meinung seid, ihr möchtet wenigstens den Grund haben oder ob ihr dann sagt, komm, gut, der ghostet mich jetzt, dann ist das eben so. Schreibt das mal rein. Und ich kann dir versichern, du gehörst nicht dazu. Nee, ich kann das ansprechen. Ja. Das ist aber auch wichtig. Es ist wichtig, die Probleme anzusprechen. Und das ist ja das, worum es ja auch geht, ne? Ich stelle deine Schuhe ordentlich weg. Räum das weg. Räum die Schlipper weg. Und. Genau. Du bist Profi. Das sind eine kleine Arbeitsanweisung. Du löst Probleme. Du bist der Problemlöser. Ich bin ein Problemlöser, ungemein. Wenn ich vor einem Problem stehe und das nicht lösen kann, da wächst mir eine Feder, ganz ehrlich. Da wächst mir eine Feder, weil ich das einfach nicht ertragen kann. Deswegen wahrscheinlich auch dieser Channel. Und diese Feder steckst du mir an. Und diese Feder, genau. Die kriegst du alle einzeln auf dem Po oben drauf. Klack, 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 klack. Irgendwann bist du ein V. Siehste, ja. Sehr schön. Bei dem vorletzten Punkt möchte ich einmal mit dir besprechen, was du tun kannst, wenn du unmittelbar betroffen bist vom Ghosting. Also Nummer 1 ist immer, und das kannst du dir schon mal irgendwo hinschreiben, immer ruhig bleiben. Ruhig bleiben, Ruhe bewahren, mal ein Stück zurückgehen, ob du das jetzt physisch machst oder psychisch, ist dabei egal. Setz dich kurz hin, atme kurz, guck kurz in die Luft. Ja. Meditier kurz, guck, ob du da eine Möglichkeit hast. Wenn nicht, schreib das auch mal ruhig rein. Da kann ich auch gerne mal ein Video machen, wie du es schaffst, in kürzester Zeit einfach mal ein bisschen runter, cool down, runterzukommen, um auch einfach die Gedanken zu sortieren und um die Emotionen nicht so ausrasten zu lassen. Und dann fängst du an zu gucken, ist das überhaupt Ghosting? Ist es das überhaupt? Und das hatten wir am Anfang schon besprochen. Es gibt unterschiedliche Kriterien, guck dir welche raus und dann guck mal, ist es das überhaupt? Vielleicht ist demjenigen ja doch, Gott bewahre, was passiert und du tust ihm Unrecht. Ne? Also aus diesem Grund zurückfahren und erstmal vergewissern, gibt es ein Lebenszeichen von dieser Person. Du musst sie ja nicht unmittelbar anrufen. Vielleicht kennst du über den Freundes- oder Bekanntenkreis noch jemanden, der eben weiß, wie es der Person geht. Wenn das geschafft ist, dann solltest du dich einmal fragen, ob es sinnvoll ist, demjenigen hinterher zu telefonieren, ihm nachzustellen oder sonstige Dinge zu tun, die ihn vielleicht stören könnten. Was bringt es dir, wenn du ihm dann noch hinterherstellst? Was ich auch tun würde an deiner Stelle, ist dein Leben zu leben, ihn erstmal auszuklammern, ihn oder sie. Ich würde ihn ausklammern. Warum? Eigenschutz. Das ist, finde ich, ganz wichtig, denn wir haben ja selber auch noch ein Selbstwertgefühl. Und wenn du jemandem hinterherläufst, dann zerstörst du dein Selbstwertgefühl damit. Du zeigst dir damit selber, dass du nicht stark bist, dass du nicht in der Lage bist, dein eigenes Gerüst aufzustellen. Und wenn du sowas schaffst, denjenigen mal auszuklammern und dich wirklich auf dich zu beziehen, und zwar auf die Sachen, die du kannst, auf Sachen, die dir gut tun, dann schreib das ruhig auch mal rein. Denn das ist auch eine Sache, die wir auch mal besprechen können. Eine Frage, die du dir vielleicht auch stellen könntest in diesem Zusammenhang ist, warum hat diese Person so viel Macht über dich? Im Endeffekt, und das ist auch etwas, das ganz, ganz wichtig ist, kann niemand anders außer dir
Einfluss haben auf deine Gedanken und auf deine Gefühle. Wenn du da irgendwann mal hinkommst, dass dich von außen nichts mehr erschüttern kann, sondern du die Informationen nimmst und sie für dich so aufbereitest, dass sie für dich gut sind und die schlechten Informationen zur Seite packst, dann kann dir da nichts mehr anhaben. Ich persönlich würde, wenn mich jemand ghostet, den ich schon lange kenne, dann würde ich ihm die Möglichkeit geben, sich zu erklären. Sind es Personen, die ich nur flüchtig kenne, dann sage ich ciao. Bella, ciao, Bella. Und wenn es eine Liebesbeziehung ist, dann denk mal immer schön dran, ne? Andere Mütter haben auch schöne Söhne oder Töchter. Also das Leben ist nicht vorbei, der passende Deckel kommt noch. Es sei denn, du bist ein Wok. Ah nein, für den Wok gibt es auch Deckel. Für den Wok gibt es auch Deckel. Also für jeden Topf gibt es einen Deckel, auch für dich. Und für dich. Und für mich. Ja. Auch wenn du ihn noch nicht gefunden hast, den Deckel. Doch, ich hab doch meinen Deckel. Echt? Nein, du nicht. Ja, ich weiß. Den. Jetzt stelle ich dir irgendwann mal vor, den Deckel. Ich wollte gerade sagen, du bist ja erfolgreich mit der Tinder-App. Mhm. Gut, also, unser heutiges Fazit, Ghosting, wird dir wahrscheinlich immer mal wieder begegnen. Du bist in der Regel nicht daran schuld, dass sich jemand ghostet. Eigentlich nicht, weil dieses Ghosting immer irgendwas mit demjenigen zu tun hat, der selber ghostet und nicht mit dir. So, wir sind jetzt am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, dass du Spaß hattest, dass du vielleicht ein bisschen was mitnehmen konntest, dass ich dich inspirieren konnte. Wenn das der Fall sein sollte, dann würde ich mich wirklich über ein Abo freuen. Würde mich natürlich auch freuen, wenn du das Glöckchen aktivierst, damit du keine weiteren Videos von mir verpasst. Ich würde mich auch über einen Daumen nach oben riesig freuen. Und in diesem Sinne sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal und zieh durch. Tschüss!